Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replaycast 1285. Wir gehen wieder hoch in das Winners Bracket der Summer Master Finals in Europa. Wir haben da den Terraner in Rot, der ist beim Team Liquid, es ist Youth Thermal. Und der spielt ebenfalls gegen einen Team Liquid Spieler, ebenfalls ein Terraner, es ist Clem. Technisch gesehen sind auch die Farben der Flagge dieselbe. Im Prinzip ist die Flagge nur einmal um 90 Grad rotiert, kann man so sagen. Mit Youth Thermal aus den Niederlanden und natürlich Clem aus Frankreich. Ja, Winners Best of 5, TVT. TVT kann ziemlich hektisch werden. Das Metagame in TVT, weiß nicht, ich finde immer noch, das ist ein bisschen all over the place. Das, ja. Kann viel tun. Kann viel schief gehen, kann viel Proxy geben. Mal sehen, was die beiden da genau spielen werden. Wir sehen, SCV-Scouts werden auf jeden Fall losgeschickt. Die ersten Barracks sind da, beide sammeln fleißig Gas. Also beide gehen da auch Doppelgas direkt. Aber ne, One-Rex-Expansion ist im TVT halt auch eine ziemlich riskante Angelegenheit. Ja, die beiden haben einmal Golden Wall gewetet, das war Youth Thermal, und einmal Pillars of Gold. Und unsere Map-Order ist Eternal Empire, wie man hier schon schön sehen kann. Danach Everdream, dann Ice and Chrome, Submarine und Death Aura. Das ist die Reihenfolge unserer Maps, je nachdem wie wir sie brauchen. Wir sehen, beide sind gemirrored unterwegs mit Factory, direkt nach der Barracks mit dem ersten Reaper. Also bisher noch keine Unterschiede im direkten Playstyle. Das hat geleckt. Ich dachte, ich hätte gerade einen Frame-Lag gesehen, aber gut. FPS sind stabil. Falls ihr euch wundert, warum die nicht höher gehen, ich habe meine FPS in StarCraft limitiert. Weil ich sehe es nicht ein, meine Armee 79 mehr zu quälen, als es sein muss. Die Videos sind auf 1080p, 60 FPS und lieber habe ich eine stabile Framerate, als wenn das hoch und runter springt und dann das mit der Aufnahme ein bisschen mehr, ja, Probleme gibt. Und das nicht ganz synchron ist. 100% synchron wird es eh nicht sein, aber trotzdem, es reicht auf jeden Fall. Für... Ich habe mir auch schon überlegt, ob wir das irgendwie höher kriegen, ob wir so langsam jetzt da auch die neue Konsolengeneration kommt, die Videoqualität nochmal versuchen hochzuschrauben. Nächster Schritt wäre theoretisch 1440p mit 60 FPS. YouTube unterstützt ja eh nicht mehr als 60 FPS, also da geht sowieso nichts. Und eben die nächste Auflösungsstufe wären eben 1440. Problem ist allerdings, meine Grafikkarte ist zu alt für vernünftiges Upscaling. Also, dass man das quasi direkt macht, dass hier StarCraft höher gerendert wird. Und selbst dann habe ich das Problem, dass ich nur 1080p Bildschirme habe. Also ich müsste erstmal meinen Bildschirm auch mit upgraden, zusammen mit meiner Grafikkarte. Dass das wirklich ordentlich gemanagt ist. Ich könnte es theoretisch hochskalieren, aber hochskalieren, weiß nicht, ist immer so eine Sache. Weil intern hochrendern kann ich es nicht, das kann StarCraft nicht und das kann meine Grafikkarte nicht. Daher... Ja, erstmal weiterhin 1080p, 60 FPS. Ja, was hatten wir in der Zwischenzeit? Eigentlich nicht viel. Beide haben Einheiten gebaut. Wir haben Doppel-Reaper. Wir haben auf beiden Seiten Hellions, allerdings einen und zwei. Und ihr Youth Thermal hat einen Cyclan mit am Start. Währenddessen kommt da ein Panzer. Da kommt eine weitere Factory bei Youth Thermal. Und geht da eben auf sein Upgrade für die Cyclans, nämlich Macfield Accelerator. Und von der Seite von Clem ist da ein Boost unterwegs, nämlich Medivac boostet drüber mit Panzern und ein paar Marines. Also Clem derjenige, der den Angriff startet. Da ist aber ein Hellion und der sieht das. Youth Thermal weiß zumindest, dass er ein Medivac unterwegs ist. Und ja, hat auch die Cyclans. Also das könnte gleich richtig gut oder richtig mies laufen für Clem. Erstmal wurde ich ein bisschen angebraten von dem Hellion, gegen den er gerade wenig Defense hat. Der Marine wird nicht wirklich helfen. Ja, zwei Marines ein bisschen besser, aber jetzt geht's los mit dem Drop. Aber da sind die Cyclans. Da waren nochmal zwei Cyclans mehr gebaut. Macfield ist noch nicht ganz da. Jetzt geht's los. Erster Panzershot kommt. Cyclans splitten sich, damit sie hier den Schaden nicht abkriegen. Der Panzer wird low, aber der Panzer bleibt bestehen und das Game geht schneller zu Ende, als ich erwartet habe. Ja, Macfield nicht ganz fertig. Wäre das fertig geworden, wäre der Panzer instant weg. Es macht so viel mehr Damage mit den Cyclans auf den Panzer, wenn man eben das Upgrade hat. Aber das war nicht ganz so. Also Clem trifft gerade rechtzeitig das Timing, um hier Youth Thermals Defense kalt zu erwischen. Die Cyclans gehen down, damit ist der wichtigste Part der Army down und auch seine Rest-Support-Einheit nicht mehr. Er hat zu diesem Zeitpunkt keine einzige Army-Unit mehr. Er baut gerade zwei Cyclans und das war es dann auch. Aber ja, so schnell kann es gehen. Okay, 1-0 geht hier Clem in Führung. So, weiter geht's hier natürlich auf Everdream. Wie man sieht, Doppelgas von Youth Thermal, allerdings nur Solo-Gas von Clem. Der könnte also hier eine One-Rex Expansion spielen. Ja, schnappt sich da das OC natürlich und SCV fährt runter. Da gibt's eine Reaper-Expansion.
Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, je nachdem, was Euthermal hier spielt, ist er da eventuell ein wenig in Gefahr. Aber erstmal ist da Platz für ein Addon. Das SC blockt da noch. Reaper ist unterwegs, aber das dauert noch, bis der fertig wird. Ja, tatsächlich, die beiden haben übrigens schon sehr, sehr oft gegeneinander gespielt. Da war ich selber überrascht. Es steht 25 zu 17 in Serien und 78 zu 62 in Maps für Euthermal. Also Euthermal führt da. Wobei eben die letzte Zeit Clem im Ranking führt, der ja ein TVT-Ranking von 2750 hat gegen Euthermals 2570. Also ein kleiner Unterschied ist da. Historisch führt Euthermal. Aber eben Clem, das ist halt auch mit der Punkt Clem die letzten Jahre klar. Warum sich nach oben kämpfen? Er war schon seit einiger Zeit bekannt als ein Spieler mit Riesenpotenzial, aber ja, so langsam wird er diesem Potenzial wirklich gerecht. Gerade dieses Jahr hat Clem sehr, sehr starke Performance. Das muss ihm lassen. Dieses Jahr geht es bei ihm wirklich noch weiter hoch. Und tatsächlich sein schwächstes Matchup ist TVT, also da hat er ein paar Schwierigkeiten. Auf Euthermals Seite, sein schlechtestes Matchup ist tatsächlich auch sein TVT. Aber sein TVP ist nicht so weit weg davon. Tatsächlich, Euthermal wird ziemlich gecarried durch sein TVZ. Sein TVZ ist um einiges stärker als seine anderen beiden Matchups. Und das ist es auch tatsächlich schon fast immer. Zuletzt, Euthermals TVZ war bis, nee, seit 2000, seit Mitte 2016 ist Euthermals TVZ seinen restlichen Matchups um einiges voraus. Mal mehr, mal weniger, aber konstant ist es sein stärkstes Matchup. Krass, wie sich das durchzieht. Bei Clem war es einmal ein bisschen mehr gebündelt. Inzwischen hat sich es ein bisschen aufgesplittet. Seine Matchup-Stärke. Bei ihm ist es auch so, dass sein Versus Zerg stärker ist als sein Versus Terran. Hat, denke ich, auch wieder ein bisschen mit der Spielerverteilung zu tun. Man hat auf EU halt sehr viele starke Zergs und nicht so viele starke Terraner. Daher ist einfach auch die Gegnermenge, die man bekämpfen muss mit dem jeweiligen Matchup, ganz anders. Und somit kriegt man natürlich wohl oder übel mehr Training im TVZ, weil man einfach auf viel mehr Zergs trifft. So, wir sehen jetzt hier, Go ist geplant von Euthermal mit seinen ersten Units. Hat da 4 Hellions, 5 Reapers, sind noch nicht alle versammelt. Da kommt noch das Reinforcement dazu. Also das ist wirklich ordentlich viel an Early Firepower. Natürlich, Clem hat expandiert, aber muss das jetzt erstmal defenden. Er bekommt nämlich dann auch einen Liberate Up, der ist mit dem Anflug. Also Euthermal bringt jetzt hier einmal das Feuer und trifft auf die Hellions des Krieges. Macht gleich richtig viel Damage mäßig. Bringt jetzt aber den Konter ab. Da ist ein Marauder mit dabei und die Marauder sind wichtig. Denn die tanken sehr viel weg. Die Einheiten ziehen sie erstmal zurück. Beide Seiten traden da. Der Event ist in der Liberator. Klappt sich jetzt über den MBS auf. Und der Anti-Air ist Mangelware gerade bei Clem. Und da wird er auf jeden Fall leiden. Da verliert einige Work. Wenn es hier geht, nochmal der Go auf die Marauder los. Aber die Marauder tanken, wie gesagt, einiges weg. Hier ist auch mit am Start. Der Liberator campt aber trotzdem die MBS ab. Das heißt natürlich für Clem gerade wenig Mining in dieser Base. Versucht das teilweise ranzukriegen, dass die SCVs nicht in den Liberator-Kreis fahren, wenn es dann die drüben die Einheiten jagt. Also wenn da macht Clem einen guten Job und kann das defenden. Die ganzen Reaper, die ganzen Aliens, die sind nicht so ein großes Problem. Nochmal ein paar SCVs sind da gegangen. Die Einheiten fighten jetzt hier gerade im Gebüsch. Versuchen sie da gegenseitig auszuschalten mit dem Vision-Vorteil, weil wenn das Medivac dazukommt, hat sich das erledigt. Hier, das Viking ist jetzt da, kann den Liberator loswerden. Aber das hat Clem einiges an Mining-Time gekostet. Und tatsächlich, Army Supply Danish ist es even. Worker-technisch 29 zu 26 mit jetzt auch der Expansion ready für Euthermal. Hat auch einen Raven mit am Start. Hier geht es der Drop los, aber da ist ein Siege-Tank. Und wumms, ist der Hellion auch schon weg. Geht ziemlich schnell. Mining-Tank, wie man sieht. Das war das geblockte Mining, das Clem hatte. Das hat er jetzt wieder zurückbekommen. Aber Worker-technisch sieht es trotzdem ordentlich aus für Euthermal. Also hat da genügend Schaden gemacht mit seiner Truppe. Sein Liberator hat das auch überlebt. Ist wieder zu Hause. Der Drop hier versucht es nochmal, aber da sind Marines, da sind andere Netten, die Marauder. Ja, wobei, das ist noch nicht so viel DPS, wie man es hier sieht. Der Heal macht da wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Die Marauder tanken wahnsinnig lange durch. Jetzt wird mal eingeladen und weggeflogen. Die Netten von Clem überleben alle. Sind aber auch gut low. Gut low, 5 HP. Mhm, gut low. So, die Hellions hier, die können natürlich nicht geheilt werden, solange sie nicht zu Hellbats werden. Armory ist aber keine mit dabei. Aber natürlich können die auch reingeladen werden in die Mainbase, aber das sind immer noch die Marines. Der Liberator macht sich auch wieder auf die Reise. Aber Clem möchte das jetzt hier noch nicht so einfach aufhören. Hat immer noch Pläne, mehr Damage zu machen. Medivac also im Anflug auf die Natchwell. Da ist immer noch der Siege Tank, der da ja, das ziemlich gut in den Griff kriegen kann. Es sind 2 Ravens da. Es wird ein dritter Raven gebaut für Thumb. Also massives Raven Gaming von seiner Seite. Währenddessen bauen beide Marines und Siege Tanks. Ja, Liberator versus Viking. Das ist kein guter Fight für den Liberator. Währenddessen das Medivac war kurz da. Aber ja, Panzer Defense plus Marines. Man sieht hier einen Hellion mega low. Und da kommt ein Cyclon von der Seite. Das Medivac hat einen Boost. Und das wird es auch dringend brauchen, wenn da Euthermal nicht schnell genug. Oh, Euthermal. Da hat er sich ein bisschen vermicrot. Da war er sich nicht ganz sicher, will jetzt
in welche Richtung soll es jetzt gehen? Also da war ich wirklich gerade selber unsicher. Und der Second räumt einmal fleißig auf und damit, ja, Euthermal räumt den ganzen Drop weg. Das Medivac ist weg. Beide gehen auf eine dritte Basis, beide haben ähnlich viele Worker. Aber eben durch das verlorene Army Supply hat hier Euthermal ein bisschen die Nase vorn. Zudem hat er seine Ravens und die Ravens sind wahnsinnig wichtig in einem TVT. Man sieht ein Raven gerade da bei Clamp und zweiter wird gebaut. Also der holt die Raven-Anzahl auf. Allerdings hat Euthermal hier natürlich schon fleißig viel Energie auf seinen Ravens gesammelt. Wir sehen jetzt auch Viking-Produktion beginnt und Doppel-Factory bei Clem. Also Max-Style geplant, wie es aussieht. Das kann spannend werden. Kommt nicht darauf an, wie lange Euthermal hier wartet. Mit drei Ravens kann man im Early-Game gegen den Mech-Terraner noch ziemlich viel anstellen. Jetzt, tatsächlich ist es Clem derjenige, der hier mal rausmoved mit seinen eigenen beiden Ravens. Und jetzt auch Vikings mit dazu. Und hier wird das kurz gefunden von dem Hellion. Die Truppe von Clem zieht sich auch wieder ein Stück zurück, denn hier läuft gerade noch, hier fliegt gerade der Reaper rein. In die Natural, und die SCVs denken sich, das ist uncool, kann man den irgendwie surrounden? Aber Euthermal divet einmal durch die Manual Line rein in die Mainways und er beschäftigt hier Clem die ganze Zeit. Clem wollte eigentlich mal rausmoven. Er moved erneut raus. Aber vielleicht beschützt er uns einfach nur seine dritte. Tatsächlich, jetzt ist ja schon die Army von Euthermal auf dem Weg. Und da treffen dann also die beiden Armys aufeinander. Wie man hier sieht, dauert nicht mehr lange, das Aufeinandertreffen. Da ist ein Cycler nach vorne mit dabei, der kann gleich mal einen Lock-On starten. Ja, jetzt ziehen sich die beiden, da kommt die Scans auch auf beiden Seiten. Jeder weiß, was da mit dabei ist. Wir sind bei 4 zu 3 Vikings, 3 zu 2 Ravens und ein Liberator mit dabei für Euthermal. Also Euthermal hat die bessere Air-Army. Und natürlich habe ich immer noch davon wohnt, wie man sieht und wer die Spells als erstes rausbekommt. Gerade die Ravens sind da sehr, sehr wichtig. Die Armys, ja, versuchen sich da ein bisschen zu umlaufen. Man sieht immer nur teilweise den Gegner. Ein Marine wird jetzt da geopfert. Damit weiß man zumindest, wo der Siege gerade ist. Ja, da kommt jetzt eben das Manövrieren mit ins Spiel. Wo stellt man seine TVT-Army ab? Wo bringt man sich in Position? Es wird einfach hier rüber gepusht und Euthermal ist das egal. Der pusht trotzdem. Und er ist zuerst bei der dritten Basis seines Gegners. Der ist nämlich jetzt schon angekommen. Jetzt ist die Frage, was macht Clem da draus? Zieht er durch? Zieht er sich zurück? Er zieht durch, wie es aussieht. Aber er braucht natürlich eine ganze Weile. Sein Command Center ist am Liften. Hier drüben ist ein fertiges OC. Und ja, Clem steht jetzt erst an der Natural. Währenddessen verliert er schon seine eigene dritte Basis nach und nach. Die lebt noch. Liberator wird aber aufgeklappt. Macht aus dem Panzer Probleme. Panzer wird nochmal rechtzeitig weggezogen. Aber Ravens sind natürlich mit dabei. Da kommt die Interferenz schmerzlich. Da werden die Vikings abgekämpft. Da kommen Auto-Turrets in Massen in die Mainbase. Also da kommt der Damage, wenn es hier versucht von die Mainbase zu kommen. Da ist ein Panzer. Der wird noch kurz beschützt von den SCVs. Hält aber nicht lange. Auch hier gibt es die Auto-Turrets mit dazu. Also auf beiden Seiten ist gerade Vernichtung der Production, Vernichtung der Mainbase. Die Auto-Turrets wurden gespammt, was das Zeug hält. Wenn das nicht hier ist, wird jetzt auch die Production abgekämpft. Der eine Panzer wurde auch ausgeschaltet. Jetzt werden die Gebäude geliftet. Hoffen wir, dass man da vielleicht irgendwas safen kann. Hier unten die Natural ist bereits down. Hier wird noch mehr kaputt gemacht. Die Production steht tatsächlich noch größtenteils hier von Clem. Aber Euthermal hat immer noch eine starke Army. Wir sind bei 50 zu 61 Army Supply. Die Gebäude hier von Euthermal sind bereits auf der Flucht. Die SCVs kommen nicht wirklich weg. 38 zu 32 Worker. Die Einheiten sind jetzt hier drin. Die Vikings sind gelandet. Die Ravens sind mit drin. Auto-Turrets ballern mit Panzers wieder gesniped. Jetzt kommen die Marines und Panzer mit hoch. Also hier für Clem wird auch nicht viel übrig bleiben. Seine dritte Basis fliegt. Die soll mal repariert werden, weil die brennt nämlich ziemlich fleißig. Wenn es die dritte hier von Euthermal steht die ganze Zeit. Also er hat das Mining, wird jetzt aber auch seine SCVs. Aber er räumt hier trotzdem die gesamte Mainbase seines Gegners auf. Da wird nicht viel übrig bleiben. Die Factories produzieren noch ein bisschen was, aber der Panzer killt nochmal hier tatsächlich den Cyclone, aber er geht dann auch down. Das Main CC wird runtergeschossen. Hier drüben, das Main CC ist schon down. 52 SCVs down, 22 SCVs down. Die Basis hier wird immer noch repariert, brennt auch immer noch. Geht nochmal die Factory, fliegt als letztes los, aber auch die wird es hier nicht überleben. Die Marines räumen hier fröhlich auf. Wenn das sind, die Gebäude haben es tatsächlich geschafft, hier zu entkommen. Also Euthermal hat noch Infrastruktur. Wenn das muss Clem weiter pushen. Hier ist natürlich die dritte in Gefahr. Euthermal hat 18 SCVs zu den 6 SCVs von Clem. Aber da waren die ganzen Supply Depots ausgeschaltet. Die Basis hier lebt noch, aber sie brennt auch immer noch. Also das macht immer noch Schwierigkeiten gerade. Und die dritte wurde nicht gefunden oder wird nicht angegriffen tatsächlich von Clem. Clem geht nicht auf das dritte CC von Euthermal. Wenn das er verliert hier alles. Er ist jetzt massiv Supply Block. Und ja, die Army kommt jetzt hier mit dazu, versucht die Gebäude loszuwerden, also kann auch hier den Starport angehen. Die Gebäude hier wollen was bauen, aber natürlich, da ist nichts möglich, kein Supply frei. Euthermal baut ein neues CC. Wenn das nicht hier geht, mal an die Gebäude, nein, die wurden jetzt zurückgelassen. Hier drüben wurde nämlich das Command Center gefunden, das ist der wichtige Scout. Euthermal weiß jetzt, wo das letzte CC seines Gegners rumsteht. Und ja, jetzt hier die Gebäude sehen auch, glaube ich, gerade noch kurz die Army. Also Euthermal sieht gerade, wo die Army von Clem am Start ist. Was haben wir an Einheiten? Wir haben 3 Ravens zu 2 Ravens. Wir haben 2 Vikings zu 5 Vikings. Hier drüben wird die Barracks ausgeschaltet. Hier unten wird ein Command Center geblockt, das eigentlich gebaut werden sollte. Aber wie man gerade sieht, Euthermal wandert in der Zeit rüber und versucht jetzt Clem von seinem eigenen CC zu isolieren. Und das scheint hier auch zu klappen. Die Vikings sind mit dabei, versuchen jetzt den Liberator loszuwerden. Die Marines versuchen zu antworten. Die Panzer sind noch nicht gesiegt. Der Liberator ist aber down. Und jetzt immer noch mehr Vikings am Start hier gerade für Clem. Kann Clem das entscheiden? Da wird drauf gesniped. Da ist der Raven down. Da ist das Viking down. Da unten geht's rein in die SC.
Civis, also Klemm verliert gerade alle seine Worker, die Panzer werden jetzt hier gedived, Pronto-Turrets kommen, Panzer geben sich größte Mühe, es wird einfach alles an Amis bleiben vernichtet, nur noch die Ravens sind da oben übrig, die ballern jetzt hier noch fröhlich raus, die Auto-Turrets safen wirklich nochmal die Sache, aber währenddessen haben sich Marines komplett ums CC gekümmert und damit hat Klemm limitierte bis fast gar keine Gebäude mehr, er hat ein eBay, er hat zwei Raffinerien und das war alles, was Klemm hat. Und das muss jetzt erstmal beschützen, aber er ist halt nicht in Position, er hat niemals die DPS, um schnell genug das alles hier klein zu kriegen. Geothermal hat bereits fleißige neue Infrastruktur investiert, baut neue Supply-Depots und eben die Basis von Geothermal läuft immer noch. Hier sind jetzt die Panzer da, die müssen immer nochmal ran, Auto-Trails werden gesetzt und das wird nicht halten für Klemm. Er hat halt nichts mehr, da kommt nichts mehr nach und sein Supply droppt Stück für Stück. Er hat immer noch zwei Panzer, der Raven ging aber down, er hat noch einen Panzer, er hat nichts mehr. Er hat drei Supply, das war am Ende noch ein Marine, der da rumstand und ein Hellion, der da rumstand. Und das war alles, was hier Klemm noch besaß. Und Geothermal managt das besser mit diesem Base Trade und macht damit das 1:1 bei den beiden. Und weiter geht's auf Ice and Chrome. Man sieht hier ein bisschen Reaper-Gebattle. Hier gibt's ein SCV, das sie versucht mit einzumischen. Aber das hat keinen Erfolg. Das wird von Doppel-Reaper gesniped. Und ja, stand jetzt hier natürlich 1:1. Dritte Map. Und einer der beiden geht jetzt hier in Führung und wir reduzieren die verbleibenden Maps dann. Wir sind jetzt quasi bei einem verbleibenden Best of 3. Wie man sieht, momentan defensive Aufstellung auf beiden Seiten. Factory Online für Geothermal wird ein Cyclone gebaut. Factory Online bei Klemm, da wird eben die Hellions gebaut. Da kommt jetzt auch ein Tech Lab mit dran, da kommt ein Starport mit dazu. Mal sehen, wie viele Ravens wir hier in diesem Game sehen werden. Man hat eben die Expansions unterwegs auf beiden Seiten. Ähnliches Timing, 24, 24 Worker, aber der Go kommt von Klemm mit den ersten Einheiten, die er da hat. Cyclin ist noch nicht da, aber wird dann in Kürze mit dazu stoßen. Damit sollte das möglich sein, das hier zu defenden. SCV geht aber schon mal da, damit ist das Command Center natürlich geblockt. Cyclin ist jetzt aber mit dabei und er ist natürlich ein mega gefährlicher Gegner in so einer Low-Eco-Situation. Low-Economy, Low-Unit-Situation, besser gesagt. Und da haben wir auch schon den ersten Raven unterwegs und der kommt von Klemm. Starport wurde rangeswitcht ans Tech Lab. Auch hier kommt ein Cyclone. Und ja, 10:14 Army Supply. Gestorben ist hier nicht allzu viel. Zwei SCVs jetzt down. Auf Geothermals Seite ein Reaper verloren. Zwei Reaper von Klemm gesniped. Und bin mal gespannt, ob wir hier Max sehen werden als Army-Komposition. Weil wir haben ja schon mal zwei Basen. Da ist ein weiteres Gas mit am Start. Drei Vespin-Gas bei Klemm. Damit man eben auch die Ravens bauen kann. Drittes Gas auch am Start für Geothermal. Und da sehen wir eben auch, der Raven kommt mit dazu. Also es wird fleißig getaggt, wenn das der Reaper scoutet nochmal rein und sieht wichtigerweise die dritte Basis, die da unterwegs ist. Also Geothermal weiß, sein Gegner geht auf eine Base mehr und beginnt auch seine eigene dritte. Also das sieht dann nach einem Makro-Game aus. Das wird normalerweise nicht so schnell enden, weil eben beide mit beschäftigt sind, sich aufzubauen. Der Reaper wird hier mal kurz gesniped. Aber ansonsten, ja, es sind eben nur die Reaper unterwegs, mehr oder weniger als Scouts. Auch der Reaper rein in die ganze Marine-Menge und ja, hat das nicht lange überlebt, hat auch nicht so viel gesehen. Und ja, das heißt, beide sind mit Aufbau beschäftigt. Wir sehen einen Weg, der wird Bio, nämlich Klemm holt sich jetzt weitere Barracks mit dazu, um dann weitere Marines bauen zu können. Hier ist der Trupp mal unterwegs bei Geothermal. Bisher noch keine weiteren Tech-Gebäude. Also der Tech-Weg bei ihm ist noch nicht ganz klar. Baut auch Marines und Tanks und fleißig Marines. Also es könnte durchaus auch Bio werden, also Bio mit Tanks. Reines Bio spielt man eh selten. So, hier ist jetzt mal der Trupp dran mit den Cyclones, mit den Hellions. Der Raven schaut mit vorbei, gibt die High Ground Vision, wird Marine gesniped. Der Hellion opfert sich hier auch. Kann nicht wirklich viel erreichen. Drittes CC ist auf beiden Seiten 40. Da beginnt Stim für Klemm. Und noch immer keine weiteren Production-Gebäude für Geothermal. Das wird in der nächsten Zeit kommen. Das muss jetzt dann bald kommen. Er kann nicht ewig auf einer Barracks, einer Factory und einem Starport rumhängen, wenn er zwei Basen hat. Da schießen seine Ressourcen dann doch arg nach oben. Er sammelt viel mehr Vespin-Gas als Klemm. Also Geothermals Vespin-Gas-Income ist bereits auf 4 Gas kassieren. Das könnte natürlich eher auf Mac hindeuten, wenn er hier schon mehr Gas sammelt. Und er hätte jetzt das Geld auch für weitere Factories. Kommen die weiteren Factories. Die Barracks ist in der Luft. Switcht aber nochmal ran ans Tech Lab. Da waren jetzt gerade Vikings gebaut. Gibt's hier Stim? Was hat die Barracks vor? Was hat Geothermal hier immer noch vor? Und er scannt einmal auf seinen Gegner. Also er sieht auf jeden Fall, dass Bio kommt von Klemm. Er hat die Barracks gesehen, die drüben, währenddessen seine Truppe versucht da, die Cyclones in den Griff zu kriegen. Aber die versuchen da außen rum zu kiten. Mal einen guten Job. Währenddessen hier drüben ist der Raven.
Wirf mal Auto-Turret Nummer 1. Da gibt es jetzt die zusätzlichen Factories für Euthermal. Also da ist Mac geplant, aber er wird gerade einfach komplett von den Ravens belagert. An allen Seiten startet gerade ein Push, muss aber auf seine SUVs Acht geben und es werden einfach einige SUVs geschreddert. Jetzt aber Vikings mit dabei, das heißt, die Ravens müssen aufpassen. Ein Raven wird da auch ziemlich low. Das Auto-Turret versucht das Viking loszuwerden. Das wird auch ein Viking loswerden. Es ist sehr chaotisch hier in der Mainbase. 12 SUVs sind down, die Ravens werden aber beschossen. Das Viking steht immer noch im Auto-Turret. Das Auto-Turret kriegt das Viking damit. Wenn das der wichtige Push hier von Euthermal ist gerade unterwegs und da wird auch ein Raven, nein, der Raven wird nicht gesniped, wenn das die Auto-Turrets tankt. Weg, die Marines ballern an die Netzspur ran. Der Panzer wird supported, aber wird trotzdem gesniped. Der Cycling geht down. Was ist denn das für ein Chaos hier mit den beiden? Euthermal hat jetzt die Position zwischen den beiden Basen seines Gegners, aber das ist keine gesunde Position. Man sieht, wie angeschlagen die ganzen Units sind. Da kommt jetzt nochmal ein Panzer von der Seite mit dabei, mit dem Dropship. Dropship wird fokussiert mit dem Cycling, aber nur noch ein Panzer da hier für Euthermal. Die Ravens chillen alleine da oben rum. Die müssen hier weg. 4 SUVs gehen währenddessen down. Nicht sicher, wo die überall noch gestorben sind. Auf jeden Fall, die 4 SUVs gingen gerade noch drauf. Wir sind bei 55 zu 46 Work momentan, 3 Basen zu 3 Basen und ja, Chaos, sehr viel Chaos gerade. Factory muss hier nochmal neu gebaut werden, oder die wurde unterbrochen, ich glaube das SUV ist gestorben, dass das Ding gebaut hat. Die Thomas Defense entsprechend etwas schwächlich. Ein Panzer, ein Viking und drei Ravens ist jetzt nicht unbedingt die goldene TVT Defense, aber auch Clem natürlich hat hier einiges nochmal verloren am Ende. Und hat aber mehr gemeint, hat mehr Worker, hat die dritte Basis am Laufen und spielt auf Bio mit 1-1 Upgrades. Also es sieht trotzdem ziemlich ordentlich aus hier für Clem. Ist die Frage eben, wie gut kann sich jetzt Euthermal hochigeln auf seinen Factories, auf seinen Panzern. Aber das wird jetzt so eher sein Plan sein. Bisschen das Problem auswarten, mehr oder weniger. Und einfach gut defensiv stehen. Das ist mein Weitsprung gewesen von dem Marine. Das sage ich, beachtliche Distanz, die er zurückgelegt hat. In seinem Flug. Könnte man mal eine Meisterschaft dafür machen. Und schickt ein paar Marines, ein paar Panzer und der Marine, der am weitesten fliegt, gewinnt. Das ist etwas zu makaber, man weiß es nicht. Währenddessen sind hier nochmal STVs gestorben, das aber auf der Seite, weil hier ist immer noch der Raven unterwegs. Und ja, der wird aber nicht verfolgt bisher. Hier ist ein Vikings mit dabei, Vikings und Panzer. Also wenig Support wirklich, Vikings und Panzer. Das ist so die ganze Kombi. Immer noch nichts abgestellt, um den Raven zu jagen. Man erwartet auch nicht, dass der noch da ist. Hier drüben gibt es mal ein Scouting Supply Depot. Da ist der Marine auch in der Nähe, hat es aber noch nicht gesehen. Hier unten ebenfalls Scouting Supply Depot. Und ja, Euthermal, wie gesagt, er versucht das jetzt mit dem Hochigeln. Aber damit übergibt natürlich komplette Map Control an Clem, der eine vierte Basis baut. Und noch mehr Barracks zufügt, hat die ganze Upgrade-Palette unterwegs. Aber ja klar, in Panzer reinpushen ist trotzdem nicht der schönste Move. Der Raven, wurde der jetzt hier gesehen? Der ist knapp dran. Hier gibt es nochmal ein Missile-Tour, also für den Raven wird es jetzt auch schwierig irgendwas zu tun. Sensor Tower Nummer 1 ist online. Vikings chillen da unten auch. Und wird mich nicht wundern, wenn hier oben auch noch gleich ein Sensor Tower mit dazukommt. Euthermal, bitte. Schieß diesen Raven aus dem Leben. Das sind so viel Vespingas, sind so viele Ressourcen, was das Ding kostet. Und er hat ja die Vikings. Müsste ja auch nicht mal viele Vikings. Ich glaube, ist das das Viking mit der Mission Raven snipen? Ich hoffe doch. Sieht aber, der Kurs sieht aber ein bisschen komisch aus. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Die Einheiten warten hier auch außerhalb des Sensor Towers. Und wie man eben sieht, Clem, vierte Basis fertig. Wird da auch gescannt. Armory mit dazu. Die Barracks sind gleich online. Also einfach Masse pumpen. Jetzt geht's an den Raven. Der kann nochmal ein Auto-Turret setzen, aber das sollte hier trotzdem fallen. Der Marine versucht nochmal auszuhelfen, aber der Raven, für den gibt es keine Rettung. Aber das Viking opfert sich ebenfalls dafür. Und das Auto-Turret bald noch ein bisschen Damage auf das Supply Depot. Das ist, ich finde die DPS jedes Mal krass, was so ein Auto-Turret hat. So, wir sehen Blue Flame unterwegs für Euthermal 1-1. Auch währenddessen zwei Zeiten bereits für Clem. Und sein Supply schießt natürlich nach oben. Euthermal hat noch keine vierte. Die ist jetzt erst im Bau. Aber er hat einen Schwung an Panzer. Er hat einen Haufen an Vikings. 9 Panzer, 7 Vikings, 3 Ravens immer noch auf dem Feld. Und wie man eben sieht, Clem wandert jetzt hier einmal um den Sensor Tower herum. Und versucht eventuell eine Schwachstelle in der Defense zu finden. Nochmal ein Scan von Euthermal. Also er scannt da fleißig seinen Gegner ab, um zu gucken, was es da alles gibt. Es sind so viele Barracks hier. Am Start und Clem, man sieht es eben, er ist gleich am Max-Out, drum pusht er jetzt hier eben auch raus, er kann sich jetzt leisten zu traden und hier gegen den Highground des Gegners, das sind nicht so viele Panzer in der Position, die Vikings erstmal sind das allererste, was sich zeigt, die Panzer sieht jetzt eben ran von Clem und Clem hat eine gute Siege-Position hier, er ist sehr, sehr weit vorne, die Panzer von Euthermal stehen zu weit hinten, um darauf antworten zu können, somit liegen hier schon die ersten SUVs durch die Luft, das Gas geht ebenfalls down, der Sensor Tower wird sie wahrscheinlich erwischen, die Belagerung einfach schön angesetzt, einfach hingeschlichen. Und von Euthermal kam keine gute Reaktion bisher. Da kommt dann mal ein Scan und bombt hier sofort noch mehr raus. Counter Damage gibt's mal, aber der Panzer hier geht der vorher dann Doppel-Interference Matrix, um den Panzer zu saven. Der Panzer geht nochmal dann, dafür schickt hier Clem ganz so Schwung an Bio in den Tod. Trotzdem 13 SUVs gestorben. Und die Belagerung läuft halt noch immer. Interference Matrix rettet auch nicht alles. Und der zweite Trupp ist ebenfalls unterwegs. Und der Sensor Tower ist down. Das heißt, hier hat Euthermal keine Vision da drauf. Hat aber Reinforcements mit einigen Panzern. Trotzdem hier wird weiter belagert. Und das ist natürlich weiter nicht schön für den roten Terran. Also Euthermal
Ihr immer noch in der Defensive. Ihr müsst gucken, wie ihr das gemanagt bekommt. Hat der Smart Servos noch unterwegs. Und hier kommt der nächste Push angelaufen. Findet das neue Command Center. Die Marauder gehen mal nach vorne. Aber da sind so viele Panzer, da kommen sie nicht sonderlich weit. Somit wird einfach die Thermal eingelagert. Aber hier Drop-Versuch auf die Panzer. Da sind aber Hellbats mittendrin. Das ist nicht so einfach sofort nach der Ansiege. Schön reagiert hier von Euthermal. Wird das nämlich ein Liberator gerade zappen. Aber das sind die Liberator tatsächlich von Euthermal. Und der pusht hier Clem zurück. Clem hat nicht so viel Anti-Air. Also es sind Marines, aber Marines haben da nicht so viel zu melden. Die sind auch ein bisschen verstreut unterwegs. Wie man sieht, da ein Marine. Ich glaube, hier zu Hause stehen auch noch hier da Marines rum. Ja, ne, doch ein paar einzelne. Und jetzt werden die Vikings gebaut. Hier beginnt ein Drop, aber das ist das Scouting Supply Depot. Die Missile Turrets stehen, die Vikings sind nicht wirklich in der Nähe. Und da, ja, ballern die Missile Turrets. Was geht auf die Medivacs drauf? Das heißt, die Army hier rauszuziehen wird ziemlich schwierig. Bis nahezu unmöglich. Denn die Medivacs sind quasi schon alle down. Die Missile Turrets machen einen guten Job. Jetzt kommen die Liberator mit dazu. Also hier wird Clem nicht viel erreichen können. Er räumt ein paar Gebäude weg, hat jetzt die Bio nochmal mit drin, aber die wird auch nicht ewig leben. Der Liberator zappt wirklich sehr viel aus dem Leben. Und da donatet Clem einen ganzen Schwung an Army Supply und macht nicht allzu viel Damage. Man sieht es inzwischen, Resources lost, 2000 mehr verloren. Aber Clem natürlich, er meint mehr. Ich meine, man sieht es, er hat hier die Basis, er hat hier die Basis, hat hier eine weitere Basis schon stehen. Hier ist ein weiteres Command Center, hier drüben ist ein weiteres Command Center. Er hat Basen ohne Ende, er hat Geld ohne Ende. Und Euthermal hat jetzt mal seinen ersten Maxord erreicht, pusht die Bio hier zurück und möchte seine eigene Vierte endlich haben. Geht auf sein plus 2 Attacker-Pad. Die Marauder skiten nach hinten so gut es geht, versuchen so viel Schaden wie möglich zu machen. Und wir haben 3-3 unterwegs für die Bio, plus 1 Armor auch. Und hier nochmal Auto-Turret, das da einfach blockt und ein bisschen Damage macht die Marauder. Aber sie halten sehr, sehr lange durch, sie machen eine sehr gute Arbeit. Aber Euthermal hat jetzt eben die Schnauze voll. Er möchte jetzt mal pushen, lädt die Hellbats in die Marauder, in die Medivacs ein, um die dann auf die Marauder und die Marines zu droppen. Aber viele Vikings sind da mal am Start. Jetzt geht der Viking-Fight los. Ravens sind da mal mit. Da gibt es dann eine Anti-Armor-Missile. Es gibt stattdessen Auto-Turrets. Die Hellbats werden noch nicht wirklich verändert. Jetzt boosten die Hellbats nach vorne. Sind sich aber nicht so ganz einig, ob sie jetzt wirklich den Go starten sollen oder nicht. Die Ravens werden weggesniped. Die Army von Euthermal pusht aber immer noch. Aber die Panzer hängen natürlich jetzt ein bisschen weit hinten. Und er nutzt einfach gerade seine Panzer, seine massive Masse an Panzern aus. Und die Vikings, die er noch in der Luft hat. Jetzt gibt es den Hellbat-Drop rein in die Bio. Die Bio schmilzt dahin. Kann Clem das in den Griff kriegen mit seinem Reinforcement? Da ist noch mehr am Anlaufen. Die Panzer pushen so nach vorne, ohne Siege-Modus, sondern einfach im Tank-Modus fahren nach vorne. Die Vikings aber haben zwischen den Kampf gewonnen und somit Clem hat keine Drop-Gefahr mehr, die da besteht. Und auch die Vikings natürlich, das heißt keine maximale Range für die Siege-Tanks, sobald mal die Siege-Tanks festgesetzt sind und keinen Support mehr haben. Und wie man sieht, die dritte Basis wird zwar belagert, aber Clem hat natürlich noch mehr Basen. Vieles ist nicht so schlimm, hier eine Basis zu klären. Der Gegner hat auch keine Anti, das heißt, das Command in der Luft hier hat es eigentlich auch ganz okay. Das Command könnte man auch noch liften, theoretisch. Das macht Clem jetzt ja auch. Das OC ist damit in der Luft und ist damit erstmal safe. Und man sieht, Vehicle Weapons 2 ist jetzt drauf, aber Vehicle Plating 1 bei Clem am Start. Sein 3-3 fehlt noch ein bisschen, aber er sammelt hier auf jeden Fall mehr Supply. Clem reinforced und Euthermal versucht auch zu reinforcen, da kommt aber gerade ein gutes Stück weniger. Man sieht aber trotzdem neue Basen fliegen in Position. Aliens fahren mal hier durch die Gegend, da drüben ist noch keine Base, aber eben weiter oben ist die Basis, 80 zu 70 SCVs. Aktuell, jetzt kommt der Liberator immer dazu und momentan hat eben Clem die Luftwaffe, der Liberator kann da fröhlich Damage machen. Die Hellions sind aber drin hier in dieser Basis. Die SCVs geben da sich größte Mühe mit dem Surround, aber jetzt kommen Hellbats mit dazu und damit brät man nochmal einen ganzen Schwung an SCVs durch. 16, ne? Okay, die Hellions wissen nicht so ganz, was sie tun wollen. Währenddessen die Drüben gibt es mal den Go auf diese SCVs und somit lädt die Clem einen ganzen Laufenden Worker. Allerdings pusht eben die Army zurück. Das ist das Problem gerade für Euthermal. Er kann solche sehr viel Economy-Schaden machen und zwei Basen mehr oder weniger blocken, drei Basen mehr oder weniger blocken, aber ja, hat jetzt hier halt eine gefährliche Army, die auf ihn ranpusht. Er hat sehr viele Panzer verloren, versucht jetzt Tore zu bauen, hat 3-2 Upgrades und Smart Servos. Hat er doch Smart Servos schon unterwegs? Ach, das Tag-Lab ist, glaube ich, gestorben. Wie lange dauert das Upgrade eigentlich? 970 Sekunden. So, ich pusht die Bio gerade ran mit Liberator Support, mit Viking Support, kann Euthermal das in den Griff kriegen. Hat mal einen der Liberator eliminiert. Die Missile Turrets haben kein weiteres Upgrade. Die Vikings pushen ran. Und wie viel sind Vikings? Sind es aktuell 4 zu 6? Da kommen jetzt aber gleich zwei Tore mit angelaufen. Die könnten die Vikings nochmal aufräumen. Natürlich, die sind auch eine gute Waffe gegen die Liberator. Das macht es hier für Clem wesentlich schwieriger, vorwärts zu pushen. Gegen die Panzer und die Tore. Scans werden gesetzt. Was? Das Zeug, der überall dreht sich hier was. Überall sind die Scans am Start. Und Clem momentan, man sieht, sie hat stellenweise mega viel mehr gemeint als Euthermal. Aber inzwischen hat sich das gedreht, eben durch das ganze Wrestling mit den Hellions, durch die ganzen toten SCVs. Aber Clem kann das wieder nachbauen. Problem ist eigentlich, hier schon die nächsten Hellions unterwegs und hier ist wieder keine Defense. Das heißt, Clem kriegt ja doch, da sind ein paar Bayonets, sage ich, immer noch zurückgeblieben. Hier, 7 SCVs werden bisher gegrillt, die Basis hier drüben wird gescoutet, aber die ganze Clem-Army läuft mal nach Hause. Das heißt, Euthermal kriegt wieder ein bisschen Zeit, um sich aufzubauen und das gibt ihm Zeit, um sein 3-2-Upgrade zu vervollständigen. Plus 2 Plating ist bereits drauf, plus 3 Attack ist unterwegs. Aber Clem, ja, versucht weiter den Druck aufrechtzuerhalten. Euthermal hier nicht zu sehr eskalieren lassen, wobei Euthermal einfach nach und nach sich wieder eine große Army ranbaut. Da gehen jetzt nochmal ein paar SCVs und irgendwo ist ein Liberator Restment. Vermutlich.
Nee. Es sind doch so viele Missile Turrets, also es ist ziemlich schwierig, einen Liberator vernünftig aufzustellen. Weapons 1 kommt jetzt noch mit dazu. Hier, Hellions fahren leider in die Einheiten. Das heißt, die erreichen erstmal nichts. Und ja, klemmert jetzt die Basis hier drüben, also C. Die Basis hier läuft wieder. Da fehlt schon ein Mineralienfeld, oder? 14. Ja, das sind schon die ersten Mineralienfelder weg. Aber gut, das ist seine vierte Basis. 1, 2, 3, 4 Basen. Dann hier in die fünfte und oben dann die sechste Basis. Natürlich stehen noch weitere CCs rum. 7 Basen, 7 OCs, 1 PF sind da am Start für Clem. Aktuell hat ein Fusion Core unterwegs für dann Advanced Ballistics. Und bei ihm auch die Upgrades für die Liberator. Die Vikings waren mit nachgebaut. 9 zu 7 Vikings, 7 Liberator zu 0. 6 Tore aber noch mit dabei für Euthermal. Wenn das denn hier geht, mit den Hellions wieder ran. Da kommen wir Marauder mit dazu. Marauder sind ziemlich ordentlich gegen Hellions. Da wurde das arme Viech durchgebraten. Eigentlich waren die Marauder das Ziel, aber der Splash Damage, ja, hat dafür gesorgt, dass das auch mit dabei leidet. Ja, die Army versammelt sich hier von Clem. Sein nächster Max ist am Start. Und ja, baut sofort. Er baut nochmal zwei mehr Command Center. Also er nimmt das wirklich ziemlich ernst, dieses Economy-Spielchen. Er weiß, der gegnerische Terraner hat nur 4 Basen. Und je mehr man von der Map eben aufsaugt, umso weniger bleibt hier Euthermal übrig, je länger das Game geht. Euthermal versucht sie einfach nach seine Army so zusammenzustellen, dass er das hier alles kontern kann. Das ist so mehr oder weniger sein Gedanke. Er hat weniger Worker, hat weniger Basen zur Verfügung. Und das auch, doch da fliegt meine weitere Base an. Das sind ein paar Marines, die mal Hallo sagen. Das ist die Main Base tatsächlich, die übrigens. Man sieht wirklich Euthermal. Es ist kein Vergleich, wie viel Command Center für die beiden auf dem Feld sind. Wir sind bei 3 OCs und 1 PF für Euthermal gegen 7 OCs und 1 PF für Clem. Und da kommen nochmal 2 CCs mit dazu. Die Vikings liefern sich in Battle. Die Tore helfen aus, so gut es geht. Und pushen hier die Liberator mal ein bisschen zurück. Alles ein bisschen angeschlagen hier von Clem. Aber der weiß jetzt, hier drüben ist eine Base. Und die Base muss man belagern. Er kann sich Clem hier eventuell hier oben bequem machen. Ein paar Panzer ransiechen. Hat überhaupt noch Panzer? Er hat einen Panzer hier mit dabei. Also drüben stehen die restlichen. Und er kann auch die Liberator hier. Also er kann sich auf jeden Fall hier so nach und nach, glaube ich, ransetzen, um die Basis zu belagern. Weil die Basis für die Thermal natürlich mega wichtig. Er braucht unbedingt eine fünfte, weil seine Mainbase ist leer. Man sieht es wirklich. Mainbase ist nichts mehr übrig. Natural ist auch fast leer. Das sind die letzten 20 Gas und sonst die letzten 200, 300 Mineralien. Das heißt, alles hängt an der dritten und an der vierten Basis. Aber die dritte Basis gibt auch nicht mehr viele. Liberator währenddessen findet ein paar Panzer. Schon mal ein guter Anfang hier für Clem. Währenddessen killt er auch ein paar SCVs. Das ist hier unten mit dem nächsten Liberator. Also Clem hat gerade sehr viel Spaß mit den Liberatoren. Währenddessen geht hier der Viking-Fight los. Die Tore kommen mit dazu. Die Tore natürlich ballern so viel Damage rein. Auch wenn die Euthermal nicht so viele Vikings hat, er hat die Tore. Die tanken sehr viel vom Panzerfeuer weg und die snipen ein Stück Liberator raus. Trotzdem, der Liberator hier unten sammelt fröhlich Kills. 16, 17 Kills. Hat die gesamte Mineraline hier vernichtet. Damit die ganze Basis hier stillstehen für Euthermal. Währenddessen, man sieht hier Clem. Er baut hier ein CC und hier fliegt hier bereits ein weiteres CC ran. Also er hat wirklich eine Übermenge an Command-Centern. Hier drüben die Basis wird wahrscheinlich auch bald angeflogen, kann ich mir vorstellen. Und währenddessen hat Euthermal 20 Worker weniger und gerade mal eine fünfte Base, währenddessen Clem auf seiner sechsten und siebten Basis arbeitet. Und einfach fröhlich Bank sammelt hier auch gerade mit dazu. Baut auch mehr Infrastruktur auf, also er weiß, er versucht diesen Kampf doch mehr Masse zu gewinnen. Euthermal versucht so effektiv wie möglich zu fighten, so viel Kosteneffizienz wie möglich aus den Units rauszuholen. Und natürlich durch die verlorene SCVs hat jetzt noch mehr Army Supply. Das ist zumindest etwas für Euthermal. Sein Army Supply ist max bei 140 zu den 58 SCVs, die hat. Und wie man aber sieht, Clem sammelt fröhlich mehr Ressourcen. Und ja, doppelt so viel Vespingas. Mineralien halten sie sich noch die Waage, dank Mules, aber Vespingas dreht er. Wobei, wenn Clem mal voll Mules werfen würde von allen seinen OCs, dann würde, glaube ich, sein Mineralkampf durch die Decke gehen. Da sieht man es eben, das ist die Siege-Position hier. Und Euthermal versucht das zu contesten. Der pusht hier tatsächlich ran auf diese Panzer. Counter-Siege von ihm hier. Die Panzer sind ein bisschen ungeschützt. Die Panzer werden einfach rausgesprengt, aber natürlich auch ein bisschen Schwung an Damage. Wenn das die Vikings liefern, sind hier erstes Battle, die Tore ballen ein bisschen rein, da keine Panzer mehr mit dabei sind hier. Für Clem hat es da ziemlich schwierig, wenn das ein macht, aber wieder SCV-Damage, denn hier sind ein paar Marines und wie sind denn die Einheiten hier reingekommen? Auf jeden Fall sind sie hier drin, das ist das Wichtige, 10 SCV-Kills nochmal hier geleistet. Das heißt, die Economy von Euthermal leidet weiter, Clem kann easy nach, und man sieht auch Clem, er expandiert einfach wie ein Irrer. Er expandiert so nahe ran an Euthermal gerade, wie es geht, um ihm eine weitere Basis hier quasi zu klauen. Auch wenn er gerade zurückgepusht wird, er ist schon wieder maxed, baut 9 Liberator auf einmal. Hat halt auch 6 Starports, da geht das ziemlich easy. Und hier hat er einen Drop unterwegs. Also er versucht jetzt wirklich die langsame, wenn auch starke Mech-Army auszuspielen, indem er einfach da angreift, wo gerade der gegnerische Terraner nicht ist. Und da trifft es hier das OC, die SCVs. Und das ist die wichtigste Mining-Base, die Euthermal hat. Und die hat er jetzt eben nicht mehr. Das heißt, Euthermal hat hier einen riesen Push, mit dem er dieses Game mehr oder weniger gewinnen muss. Er hat einen riesen Haufen an Panzer. 15 Panzer, 10 Tore auf dem Feld. Aber ist die Frage, kann er das hier schnell genug managen? Die Bio-Man, das pusht auch was. Das Zeug halt, der eine Panzer alleine wird das nicht safen gegen die Marauder. Das wird alles weg. Und das heißt, auch die dritte Basis geht down. Euthermal, ja, er kommt hier nicht wirklich vorwärts gegen die ganze Masse an Liberator. 10, 11 Liberator sind nochmal, da kommen gleich, das sind gleich 17 Liberator auf dem Feld von Clem.
Und da haben es auch die Tore schwierig, weil so viele Leute auf einmal zappen auch die Tore ziemlich schnell raus. Also klemmert einfach zu viel Geld hier gerade, droppt weiter in die Mainbase. Die Production von Utah wird auch noch einen Namen gelegt. Seine Economy läuft eh schon kaum noch. Und ja, er kommt hier aber auch nicht wirklich vorwärts gegen wirklich diesen Berg an Liberatern, die immer noch mehr werden. Wir gehen hoch auf 18 Liberator. Clem kann fast keine Liberator mehr bauen, weil er Supply Cap ist. Weil er Max Supply erreicht hat. Er hat fehlendes Medivac und hier die Munition bauen. Er kann nur noch mehr Liberator bauen. Wunderbar. Er macht hier fast Mono-Battle Liberator. Also er hat wirklich an Resteinheiten nicht mehr viel. Hier, ja, die Medics wurden auch aufgeräumt. Und was kriegen wir? Nein, wir kriegen wieder ein bisschen Bio tatsächlich. Aber wir sind gleich auf 22 Liberator, wenn das so weitergeht. Plus 3 Attack kommt für die auch noch. Und ja, also Thermal versucht irgendwie einen Angriffswinkel zu finden, aber er findet keinen. Und das Traurige ist auf ihn das hier. Der Mining-Vorteil ist größer denn je. 3000 Ressourcen mehr pro Minute. Und Thermal, ja, er hat nochmal einen riesen Max-Out, aber das ist halt auch alles, was er hat. Man sieht sein Mining bei Speedgas fast nichts mehr. Mineralien auch kaum nennenswert gegen das, was Clem hier reinkriegt. Und Clems Basen sind überall auf der Map verteilt. Thermal hat hingegen... Fliegt seine Natural da gerade? Nee, doch, seine Natural fliegt hier gerade durch die Gegend. Aber Thermal findet bisher keinen Angriffswinkel. Clem hält das alles ziemlich dicht mit seinen Lippertern, von denen er ja jetzt 20 Stück und gleich mehr als 20 Stück hat. Also das ist einfach ein riesen Kreiselfest hier. Die Lippertern, da sieht man es einfach. Wupp, blaue Kreisel überall, über die gesamte Army. Lippertern, wir sind bei 17 Stück, es sind noch 7 Tore. Die Tore schaffen es einfach nicht, nicht gegen diese Masse Lippertern. Man sieht die blauen Pfeile, die da durch die Gegend fliegen, die jeden Panzer hier rauszappen. Und Thermal verliert da einmal prompt fast die Hälfte seines Supplies. Und kann bei weitem nicht genügend scheinbar. Clem baut das easy nach. Clem hat immer noch eine Bank. Hier nutzen. Man sieht, die Tore haben die bessere Range. Können da ziemlich gut zurückschießen. Das Problem ist einfach die Masse an Liberator. Die macht hier Geothermal das große Problem. Er versucht jetzt hier mit den Panzern Counterattack zu starten. Hier auf die Basis, die keine gute Defense hat. Und keine Liberator, die gerade da sind. Und der nimmt jetzt wieder Reis aus. Killt 5 SCVs immerhin. Das Problem ist halt, Clem hat hier unten die Base schon. Meint damit ein paar Mules mit ein paar SCVs. Abgleichlich die Basis ist halt in Belagerung, wenn das Geothermal versucht, ein paar SCVs wieder aufzumachen. Hat jetzt die Basis wieder. Schickt da seine SCVs auch ran, schickt Widowmine Reinforcement ran. Also er versucht irgendwie mit Widowmine zu managen. Er hat das Upgrade auch dafür. Also mal sehen, wie viele... Gott, der macht wirklich Mono-Battles Widowmine. Also Widowmines versus Liberator ist irgendwie gerade so das Battle. Liberator war nämlich auch schon wieder mehr, nähert sich auch schon wieder der 20er Marke. Aber Cam ist halt in einer so viel besseren Position durch seine massive Economy. Ja, die Widowmines, wenn die jetzt hier gut treffen, aber die kommen halt nicht ganz ran, wie man sieht. Ja, mit den ganzen Scans überall, die Widowmines haben es nicht einfach. Also... Die Widowmines müssen irgendwie dann reinkrabbeln in die ganzen Liberator, wenn die geklumpt sind und dann ihre Money Shots absetzen. So in etwa, aber auch nicht ganz. Man sieht, die Liberator tankt nämlich einen Widowmine-Schuss weg. Und jetzt die Tore versuchen nochmal ihr Bestes. Die Widowmines werden mit zurückgezogen und jetzt ist Geothermal auf der Flucht. Er wird einfach nonstop gejagt. Plötzlich mal Clem, okay, deine Army ist gar nicht mehr so krass. Das kann ich verfolgen mit meinen ganzen Liberator. Die Vikings opfern sich nochmal, um die Widowmine-Shots wegzudenken. Es sind kaum noch Tore da. 3 Tore, ist nirgendwo noch 6 Widowmines, aber das wird nicht reichen, die Widowmine. Er ist bei 120 Supply gegen die 180 hier von Clem. Seine Biofighter nicht mehr mit. Clem schickt nur seine Liberator ran und es sieht wirklich verheerend hier aus. Die Liberator einfach durch alles durchräumen, wie die Kugeln fliegen und die Liberator wirklich alles rausblitzen, was irgendwie auf dem Feld ist. Clem macht damit das 2:1. Er hat einfach viel zu viel Geld zur Verfügung. Hat hier 26 Liberator verloren, aber er hat so viele Panzer und Tore weggeräumt. Und eben auch so viel Schaden gemacht. Dahin, dass das bisschen Bio-Counter-Attack so viel Damage gemacht. Ja, Peak waren hier, was waren das? Ich meine, die Skala ist jetzt von 0 auf 3000. Das heißt, wir sind schon auf fast 3500 Ressourcen pro Minute Peak. Was Clem da mehr gemeint hat. Und selbst dann hat sich stabilisiert auf 1500 Ressourcen pro Minute, was Clem mehr sammelt. Also die Thermals Economy einfach komplett im Keller. Dass Clem die Basis nicht genommen hat, wundert einen eigentlich fast, aber ich glaube, er hatte noch zu viel zu meinen an den anderen Basen, die er noch hatte. Er hatte ja eh Basen ohne Ende. Hat er am Ende hier 9 OCs, 2 PFs. Wie viel? Hat er noch irgendeine Basis? Ne, er hat nicht mal eine Basis verloren. Also 10, 11 Basen waren da am Start. Ah, 12, da war noch ein Command Center normales, das stand hier noch rum. Also Clem hat das wirklich gut gemacht. Ich meine, er war schon am Anfang ein bisschen vorne. Das Early Game war schon besser für ihn. Und dann hat Geothermal eben versucht, sich hochzucampen und Clem hat das wirklich eisern ausgenutzt. Von wegen, jawohl. Du bunkerst dich ein, das heißt für mich, ich nehme alle Basen dieser Welt und sammle Geld ohne Ende und das werfe ich dir dann so lange entgegen, bis du keine Chance mehr hast. Und das hat auch mehr oder weniger gemacht, am Ende ist es sogar ausgeglichen, deswegen ist ein bisschen mehr verloren von Geothermal, aber da ist auf jeden Fall nichts mehr an Supply übrig. Jo, damit gehen wir hier in Map Nummer 4, Submarine. Und das sind wir mit ein paar Hellions und einem Reaper, wir sind gleich mehreren Reaper von Geothermal mit einem Liberator zusammen, geht's hier los, wir haben bereits den Starport, wir haben bereits die Expansions, wobei die Expansion von Geothermal ist eben viel später, Clem ist bereits mit seiner fertig, der wurde aber eben jetzt auch angegriffen, Geothermal hat getaggt, hat Units gebaut und startet jetzt mal einen Attack, aber sein eigenes SCV geht hier, das heißt seine Natural steht erstmal still und er muss das Ding erstmal defenden, aber er hat halt auch einen Push unterwegs mit dem Liberator, der einfach aggressiv über alles drüber fliegt, dem ist alles egal und der campt jetzt die Rampe ab. Es geht rein in die Natural, es ist ein Viking da,
3 SCVs gehen down, kann das Command Center kann nicht gekillt werden, es kann liften, wenn es wirklich schlimm für das Command Center wird. Und der Reaper wird hier nicht ewig bleiben, also die Einheiten, sie ballern ein bisschen Schaden aufs CC, jetzt soll es hier einen Fight geben, Viking landet mit dazu und Geothermal, die Einheiten wird halt nur schwer wieder rausbringen. Er killt bisher 4 Worker und blockt natürlich die Natural, das ist zumindest ein Trostpreis, aber Mega Damage macht jetzt nicht. Die Frage ist, wie tradet er jetzt hier mit seinen Units, wie bringt er die Lebens raus, er versucht es noch nie, ja, war vielleicht angetäuscht, war der Move angetäuscht, man sieht es hier, der Fight. Er steht bevor, jetzt kommt ein Cyclamer dazu. Das heißt, jetzt hat hier Geothermal höchste Eisenbahn, dass er da rauskommt aus der ganzen Geschichte. Wirft einen Schwung an Minen, wirft sich dasselbe irgendwie drüber, aber seine Einheiten sind mega low, werden gejagt. Und ja, für Clem gibt es jetzt einfach auch nur eine Richtung, die heißt Forwards, weil er weiß genau, wie schwach Geothermals Arm jetzt gerade ist. Es ist vielleicht noch ein bisschen mehr Supply auf dem Feld, aber das ist alles stellenweise angeschlagen. Wir haben jetzt hier Ravens Panzer unterwegs. Geothermal mitten im Siege Tank zu Hause. Sollte er das stabilisieren können? Er hat auch einen Siege Tank am Start. Trotzdem, er hat eine Fahne für Maram. Und hier kann man auch das SCV angehen. Das ist CC-Board. Der Panzer steht auf Mike und ist sehr schwer zu erwischen. Der Cyclone kommt nicht wirklich rein. Und die Hellions sind hier drin eingesperrt. Wir treffen aber auf Marines. Marines nicht die härtesten Gegner für Hellions. Und somit, ja, die Marines brennen sich hier und da mal noch ein bisschen durch. Nutzen die Position hinter dem Mineralien ziemlich gut aus. Man sieht, die Hellions machen einen sehr, sehr guten Job, was das angeht. Aber am Ende geht der große Hellions hier auch dann. Sind die doch im Panzerrange? Ja, spätestens jetzt dann gleich im Panzerrange, weil der Panzer kommt persönlich, um diesen Job zu erledigen. Mit einem zweiten Panzer mit dazu. Zwei Panzer sind im Early Game eine ziemlich mächtige Waffe. Der Cyclone, ja, wird gegengemicrot. Und jetzt ist es hier erstmal zu Ende für Clem. Er kann nicht weiter pushen. Hat aber auch schon die dritte Basis angefangen. Also er ist trotzdem in der Economy weit vorne. Denn man sieht, hier ist gerade mal das OC an der Natural-Fahrt. Geothermal hat 6 SCVs weniger. Clem hat nämlich hinter seinem Push nicht geschlafen. Er hat seine Economy wieder gepusht. Er hat die dritte unterwegs, er baut weiter Barracks, also sieht hier sehr, sehr ordentlich aus für Liquid Clem gegen Liquid Geothermal. Liquid Team Matches kommen sehr häufig vor. So, ich muss hier gerade kurz was beantworten, das tut mir leid. Ist mir gerade aufgefallen, ich bin gerade voll abgezoned. Ups, ja, okay. Uiuiui. Vielleicht auch die letzten Tage zu wenig Schlaf. Wo sind wir stehen geblieben? Wir haben Ravens, wir haben die Basen für Clem, da kommt seine dritte hinzu. Ich glaube, so viel haben wir nicht verpasst. Es ist, glaube ich, nicht allzu viel passiert. Die beiden haben hauptsächlich ihre Wunden verarztet. Die Army ist wieder aufgebaut, Clem ist wieder am Pushen. Hat Stim unterwegs, es geht das Beam of Bio und Geothermal hier. Er hat noch nicht wirklich er hat jetzt Stim unterwegs, aber seine Production ist natürlich hinterherhinken. Der hat jetzt den dritten unterwegs, es stehen Panzer in der Mainbase und er steht schon wieder sehr, sehr defensiv. Also er überlässt hier Clem mehr oder weniger das Spielfeld, aber er kann halt auch nicht so viel dagegen machen. Clem ist halt momentan sehr, sehr dominant auf dem Map unterwegs und er bombt den Reaktor raus und wenn es weitergeht, auch den Starport. Also die Wolke hier an Vikings und Ravens haben sehr viel Spaß. Geothermal hingegen, der versucht das irgendwie zu flankieren mit den eigenen Ravens, versucht natürlich an die Panzer ranzukommen. Irgendwie mit den Autoturrets. Es ist eine Autoturret-Party. SCVs werden mit reingezogen von Geothermal. Es ist ein riesiger chaotischer Fight. SCVs gehen ran an die Panzer. Es sterben aber 11 Worker bei der ganzen Sache. Die Ravens werden auch abgefarmt. Also Clem kann jetzt hier nochmal seine Vikings landen, kann gegen die Panzer fighten. Aber nein, den Fight gewinnt er hier nicht. Er verliert den Army-Fight. Allerdings killt er dabei 17 SCVs. Und man muss bedenken, Geothermals Dritte chillt gerade noch in Base. Clems Dritte steht hier und arbeitet. 33 zu 56 Worker hier momentan. Und Clem kann das easy wieder aufbauen, bis sich Geothermal hier rausbewegen sollte. Der bewegt sich nicht mehr raus, der steht immer noch defensiv, repariert hier nochmal seine Panzer. Und landet jetzt seine dritte, jetzt wurden die Barracks nachgerüstet. Clem wäre das mit einem Sensor Tower unterwegs. Combat Shield und plus 1 unterwegs. Clem ist trotz allem noch in Führung. Er hat einfach zu viel Economy Damage gemacht. Geothermal konnte zwar die Army clearen, aber nur unter einem hohen Preis. 17 SCVs in, ja, den ersten 10 Minuten des Games ist ein sehr, sehr hoher Preis. Der Marine sieht jetzt auch, okay, die dritte ist eben erst gelandet, also alles halb so wild. Sensor Tower ist da, das heißt, Clem sieht auch die Army anrücken, die kann ihn nicht so einfach ausspielen. Der einzige Spot, wo Geothermal ungesehen hinkommen kann, ist hier an die Natural. Mal sehen, ob er das überhaupt riskieren möchte. Er hat ein paar Panzer natürlich im Start, der Marine läuft hier nochmal durch, hat dann Schwung der Einheiten gesehen. Ja, und Clem, man sieht hier im Supply, ist er bereits 30 Supply vorne, er ist wirklich schnell nach vorne gezogen, er hat auch 20 Worker mehr. Hier, die Vikings treffen auf die Vikings, sind Damage wird abgetradet und das ist tatsächlich der Move hier an die Natural ran. Mit den Panzern, Konterpanzer sind da.
Und ja, diese Vikings, wir haben wesentlich mehr Vikings von Clem. 5 zu 2. Die Vikings landen hier, geben einfach noch Division. Es wird ein bisschen hier drauf geballert. Wie man sieht, die SCVs kommen aber nochmal davon. Nicht wirklich viele SCVs. Genau, die Vikings können jetzt hier nicht mehr viel tun. Natürlich, Division ist nur so lange da, wie die Vikings auch da sind. Da muss Yotham jetzt mega aufpassen. Der Panzer sieht sich nur minimal näher an. Das ist einfach nur, um die Vikings in Division zu kriegen, um die Vikings anschießen zu können. Man sieht, es fehlen nur ein paar Millimeter. Jetzt wird ein eigenes Viking gelandet, um das gegnerische Viking zu zeugen. Und jetzt hat eben Yotham hier keine High Ground Vision mehr. Und das heißt, seine Einheiten können hier nicht bleiben. Währenddessen ist aber auch ein dicker Counterattack unterwegs und da kommt noch nicht mal dazu, dass er Counterattack angreifen kann. Also Clem spielt hier Yotham sehr, sehr schön aus am Ende und macht daraus ein 3 zu 1. Kickt damit Yotham ins Lowest Bracket. Ist natürlich noch nicht raus, kann also weiter kämpfen. Lustigerweise, Yotham darf ein weiteres TVT im Lowest Bracket spielen. Der trifft nämlich da auf den Sieger des vorigen Matches, nämlich auf Hero Marine. Das sollte auch ein ziemlich interessantes TVT werden mit den beiden. Und Clem geht natürlich ins Winners Finals. Und damit sind wir mit diesem Cast durch. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.